35:29 gewinnt der HC Erlangen sein Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Chrissy Bissel steht bei mir. Chrissy, ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, aber ich denke, das war zu erwarten. Also wer Nordhorn verfolgt hat dieses Jahr, muss sagen, dass sie wirklich sehr, sehr gut Handball spielen. Also einen sehr, sehr schnellen, variablen Angriff. Die sind super eingespielt. Und uns war klar, dass man so ein Spiel auf keinen Fall in den ersten 20, 30, 40 Minuten entscheidet, sondern dass man da einfach, sag ich mal, den längeren Atem haben muss. Und das ist uns ja irgendwie gelungen. Was hat der Trainer in der Halbzeitpause gesagt? Ja, also Hassan macht das in der Halbzeitpause eigentlich immer sehr, sehr konstruktiv. Also spricht uns auf Sachen an, die wir vielleicht nicht gesehen haben, macht das ganz ruhig und hat auch an uns appelliert, das, was ich gerade gesagt habe, dass eben das Spiel 60 Minuten dauert. Wir hatten es ja oft genug in die andere Richtung, dass die ersten 30, 40 Minuten überragend waren und danach nicht mehr viel kam. Deswegen hat er da uns nicht groß aufgepeitscht oder so. Wir wussten schon, was wir zu tun haben. Bei dir muss man sagen, überragendes Spiel gemacht, die Woche den Vertrag verlängert, jetzt 8 Dinge gemacht, hast du schon mal 8 Tore gemacht in der Bundesliga? Ich glaube nicht, nein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal 8-mal geworfen habe in der Bundesliga. Auf jeden Fall, die Außen dürfen wieder mitspielen bei Michael Haas, das ist eine schöne Sache. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung. Vielen lieben Dank. Danke dir. Bei mir steht jetzt Johannes Selin und der grinst über alle 4 Backen, oder? Das fühlt sich richtig gut an, oder? 8 Tore, Wahnsinn. Ja, gut fühlt sich vor allem der Heimsieg an. Aber auch für dich persönlich, oder? Lange fiese Entbehrungen gehabt und dann 2 total bockstarke Spiele hintereinander gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. War schön. Ja. War es jetzt das richtige Mittel zu sagen, immer wenn die Abwehr der Gegner offensiv kommt, dass man endlich mal schaut, dass man die Außen mit einbindet? Weil diese 16 Tore, die haben uns heute in den Arsch gerettet. Ja gut, ich meine, ich glaube, wir können heute froh sein, dass wir vor allem auch mal so viele Bälle bekommen haben und eben auch unseren Teamkameraden eben auch gezeigt haben, dass das von Nutzen sein kann. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Vorne vor allem, hinten vielleicht noch 1-2 Bälle mehr verteidigen, aber ansonsten war es echt gut. 29 Tore, du sprichst es an, reden wir nicht drüber, dass das wir mal gewonnen haben dann. Ja, gerade, wollen wir trotzdem drüber reden. Ja, also natürlich haben wir das Spiel gewonnen, aber... Wir haben uns 22 haben wir uns vorgenommen, es wurden 29, sind 7 zu viel. Gucken wir mal, wo wir die 7 finden. Ihr habt sie sehr lange bei den 22 Toren gehalten, das war irgendwie bis Mitte der zweiten Spielhälfte. Aber ich würde sagen, jetzt als nächstes Melsungen, dann Essen zu Hause. Und ich glaube, in Summe können wir mit der Vorrunde, wie es gelaufen ist, zufrieden sein. Mit der Vorrunde in Bezug auf die Hinrunde oder die 4 Spiele jetzt? Ja, wir haben ja jetzt die Vorrunde abgeschlossen mit dem heutigen Spiel. Oh, jetzt haben wir die. Hey, wir haben die Vorrunde fertig. Ja. Hey. Können wir sehr zufrieden. Wir haben heute das Spiel gewonnen, deswegen sind wir vielleicht zufrieden. Ich glaube, wenn wir aber auf die Spiele gucken, müssen wir uns, glaube ich, trotzdem auch eingestehen, dass da auf jeden Fall so 4 bis 6 Punkte auf jeden Fall noch mehr drin gewesen wären. Also da müssen wir schon ehrlich zu uns selber sein. Aber wie gesagt, das haben wir auch analysiert und versuchen, wie gesagt, jede Woche auch dran zu arbeiten, dass es besser wird. Das haben wir auf jeden Fall heute gesehen. Wir haben gesehen, vor allem ein Johannes Selin in Topform. Wir sagen herzliches Dankeschön, bleib fit und ich bin mir sicher, da gehen noch 1, 2, 3% mit drauf und irgendwann können wir wieder den ersten Zehnerpack von dir hier in der Arena feiern. Hoffentlich, danke. Dankeschön.